Lieber Thomas Stuart, ich begrüße nicht nur den Kammersänger, den Opernsänger, den Liedersänger, ich begrüße ganz besonders den Musiktheater-Darstellersänger. Bitte. In Texas geboren, gar nicht zum Sänger auserkoren, aber dann schon mit 9 Jahren im Kinderchor singend und ein Lied als Solo gesungen habend, wenn ich richtig mich erinnere, war es Swing Low, Sweet Chariot. Wie ging denn das Lied? Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Wussten Sie schon mit 9 Jahren, dass Sie Sänger werden würden? Mit 9 Jahren sogar. Wussten Sie schon, dass Sie Sänger werden würden? Sollten? Möchten? Nein, damals wusste ich nur, dass ich singen musste und wollte. Und Ihre Mutter meinte, Sie würden ein singender Billy Graham werden. So ähnlich, ja. Das wäre Ihr Lieblingswunsch. Das war auch was mit Theologie, hatte das auch was zu tun. Ja, genau. Ja? Ja. Aber studiert haben Sie dann ganz was anderes? Sie haben studiert habe ich Mathematik und Physik und weil es ein anständiger Beruf wäre. Ja, und waren bei der Luftwaffe? Auch dabei. Beim Elektronengehirn haben genau, Sie gearbeitet? Genau, so. Wieso wird man, wenn man so einen ordentlichen Beruf hat, dann Sänger? Man wird schwach. Köpfig ab und zu und in einer schlechten Minute, da wählt man, was meint, nein, ich mag Spaß. Nein, aber Sie wollten, aber Sie haben, um das zu werden, sowohl in Kirchenchören gesungen, in Nachtclubs gesungen, Sie haben überall gesungen, aber dann auch studiert an Juilliard School. Genau. Nicht nur gesungen, Sie haben auch Klarinette geblasen, hinter Ihnen saß übrigens eine junge Dame. Oh, hübsche junge Dame. Hübsche junge Dame, wir ja, werden noch genau. Auf Sie sprechen kommen, glaube ich. Sprechen nicht? Wir noch da, wir sprechen darüber. Was spielte die denn hinter Ihnen? Hornistin. Hornistin war das, Hornistin ja. Hornistin war sie, mhm. Ja. Du sollst mein Gebieter sein, ja. Also, ja. Das war Juilliard School. Was ist Juilliard School? Juilliard School ist eine Musikhochschule, Konservatorium, wo Sänger, Komponisten, Instrumental, Cellisten, ja. Geiger, alle ausgebildet und man wird ein kompletter Musiker, wenn man rauskommt. Und um dieses Studium zu finanzieren, haben Sie gesungen in Nachtclubs? In Kirchen, Nachtclubs und alles, was möglich war. Stimmt, wunderbar zusammen. Man hat mir gesagt, Sie hätten auch mit Mae West zusammen. Ja, genau. So ein Wettbewerb, ein Fernsehwettbewerb, ja. Der hieß Chance des Lebens. Chance des Lebens. Ja. Und wir haben da singt man ein Lied. Wunderbar. Und da klatscht man. Ja, wir wollen jetzt auch klatschen. Country Western haben wir was. Ein Versuch, ein Volkslied, Uncle Joe's Reel. Bitte. Singen Sie mit einer jungen Dame zusammen. Lassen Sie uns ja. Das bitte hören. Das ist, ach nein, wissen Sie was? Das ist später gewesen. Ich meine, wir sollten hören vorher, wo Sie als Opernsänger, nein, nicht als Opernsänger, doch, wir haben's. Wir könnten aber auch vorher den Don Giovanni uns anhören. Ach so. Den Don Giovanni, ja. Die Canzonetta. Denn dann führen wir sie richtig ein. Und meine Damen und wenn Sie das jetzt sehen. Ist nicht Clark Gable jetzt. Vieni alla finestra, o mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi mori. Haben Sie das gesungen? Lasciami veder mio bello.
dann doch bitte. Beginnen mit einer Oper, mit der Canzonetta Don Giovanni. Und das war eine ihrer großen Rollen damals. Ja, stimmt. Und dann ging es aber so, dass die Ausbildung in Amerika, gab es noch andere Verhältnisse. Sie bekamen ein Fulbright-Studium, gingen nach Deutschland. Aber dieses Studium, das habe ich eben angekündigt, das möchte ich aber doch noch hören, liebe Regie. Ich möchte gerne hören, wenn er mit einer jungen Dame zusammen singt, ein Lied Uncle Joe's Reel, weil das führt uns so richtig in den Thomas Stewart ein. Ich bitte, wenn ihr es drauf habt, bitte das ablaufen. Es wäre schön, wenn wir das hören könnten. Sind das Erinnerungen? Und wie, mein Gott. Damals trafen Sie Ihren Großvater. Dem mussten Sie bekennen, dass Sie verheiratet waren und... Ja, und als guter Enkel sozusagen, da musste ich Ihnen erklären, was ich getan habe, wo war ich und so weiter und so weiter. Und er fragte mich, ja, und was machen Sie jetzt? Habe ich gesagt, ja, Großvater, ich bin ein Sänger. Er sagt, ja, das weiß ich schon, aber was tun Sie, um das Leben zu fundieren? Ja. So das ist es. Sänger war ich immer. Aber er wusste nicht, wie ich mich ernähren soll. Aber immerhin hatten Sie schon La Roche in Capriccio gesungen. Ja, das stimmt. Und zum ersten Mal, die Oper zum ersten Mal in Amerika war in Juilliard, als ich noch Student in Juilliard war. Und dann kam dieses Fulbright-Studium und dann gingen Sie nach Deutschland. Ich glaube, Karlsruhe oder irgendwo waren Sie. Da waren wir. Zuerst als Fulbright-Stipendier, dann mussten wir für eine Woche nach Bad Godesberg. Ja. Um zu lernen, wie wir uns benehmen sollen. Dass wir niemanden beleidigen sollen oder nicht immer auf der falschen Seite der Straße laufen, was weiß ich. Und unterwegs war ein Freund von mir schon engagiert, ein Tenor, der heißt William Blankenship in Braunschweig. Ja. Und er sagte, wir halten auf, einen Tag übernachten. Er sagte, bitte morgen gehst du hin und singst du vor dem Intendant in Braunschweig. Sang ich vor, na bitte, ein Sänger, wenn man weiterkommen wird, man sagt nie nein, sang ich vor und der wollte mich engagieren. Und der rief dann eine große deutsche Agentur, er wollte nicht, dass ich nach Braunschweig ginge, sondern er wollte, dass ich nach Berlin ginge. Er wusste, dass ein Bariton wurde gebraucht in Berlin. Ebert war damals Intendant. Genau. Und haben Sie Ebert vorgesungen? Er arrangiert, dass ich Ebert vorsingen sollte. Herrlich. Sang ich vor, er bietet mir einen Vertrag an. Das war unglaublich für mich, die jahrelang in Amerika versucht, irgendwie weiterzukommen mit meiner Karriere und kam nicht. Deswegen ein Grund, ganz ehrlich gesagt, warum wir nach Deutschland gekommen sind. Ich konnte nicht als Fulbright-Stipendier, da durfte ich nichts arbeiten. Nein. Ich musste warten ein Jahr. Ein Jahr später, dann ging ich an der damals städtische Oper Berlin. Und damals gab es in Amerika so drei große Opernhäuser. Das war die Chance. Nur drei. Nur drei. Wirklich? Heute hat sich das geändert. Wir werden später darüber sprechen, wie sich das geändert, auch durch Ihre Hilfe. Ja, und dann kam der Weg, den ich nicht beschreiben brauche. Und dann kam Berlin und dann kam von 60 viele schöne Sachen. Bis 72 Bayreuth. Man stelle sich das vor, 12 Jahre. Was Sie da alles gesungen haben, werden wir hören. Dann war auch Salzburg mit Karajan. Hat man Ihnen das in Bayreuth übel genommen, dass Sie mit Karajan in Salzburg ein bisschen zu eng? Ja, heute ist schon Geschichte, darf man erzählen, ja? Ja, das kann man, ja. Kann man ich sagen. Ich glaube, es war ein bisschen eng. Ich habe gelesen, 1971 haben Sie eine Ihrer Lieblingsrollen gesungen, nämlich den Sachs in Nürnberg. Ja, genau. Und für 500. Dürrjahr. Jawohl, Dürrjahr war in Nürnberg. In Nürnberg. Sie haben gesagt, das wäre eine ganz moderne Inszenierung. Was war daran modern? Moderne Inszenierung, ob es eine Inszenierung war, weiß ich nicht. Aber meine Auffassung dem Hans Sachs. Ich wollte aus dem Hans Sachs einen Mensch machen, die gleich zu verstehen war von
Von heute. Von heute. Ja. Die Leute von heute. Ja. Ich wollte ihn nicht halten in seiner Zeit. Nein. Sondern heute, dass die Leute, der Hans Sachs, dass der Hans Sachs reinpasst in heute. Und in Sie mögen den Hans Sachs auch darum, weil der Humor hat. Ist das richtig? Sehr viel Humor. Und nicht so trocken wie so viele andere. Quatsch. Ja. Das ist eine lustige Oper. Und alles, ich spielte ihn als, nicht als komische Figur, aber der ein Mann, der furchtbar viel Humor hat und gerne die Luft aus die anderen Leute mit einem Stecknadel ja. ausblasen lässt. Und er mag das junge Mädchen gern, nicht? Immer. Sehr gern. Und ein Tropfchen hin und her doch auch. Ja. Ja, ja, der liebte das Leben. Und dann singt dieser Thomas Stuart, der ausgezogen ist von Amerika, um in Deutschland Theater zu machen, 23 Rollen an der Metropolitan Opera. Wie kam denn das? Arbeit, Glück, war schön. Ja. War schön. Karajan hat einmal von Ihnen gesagt, Stuart ist ein Wotan schon beim Frühstück. Ja, ja. Ja, mag sein. Aber was hat Wotan zum Frühstück gehabt? Humorlosigkeit. Hat der Wotan immer gehabt. Weil, ja. Nein, der hatte ja zu sehr auf ernst, die Weltesche. Auf jeden Fall ernst. Ja, der hat sich den Baum aus der Weltesche geholt. Aber die Eier dürfen kaputt. Nicht weiß sein. Nein, ist richtig. Übrigens, Sie wissen, wie unsere Sendung heißt, wo Sie hierher gekommen sind? Da Capo. Woher sind Sie eigentlich gekommen für diese Sendung? Aus Washington. Just for Da Capo? Nur für dies. Und Sie gehen dann nach Washington Absolut, zurück? Da gehe ich gleich zurück. Da Capo, bitte, kann ich da mal Da Capo. Haben Sie schon mal einen Da Capo gehabt in Ihrem Leben? Moment. Doch, einmal. Ja? In Lissabon bei einem Konzert, Orchesterkonzert mit Orchester. Da musste ich nicht einen kleinen Mozart-Arie, Kanzonette oder ja. sowas nochmal singen, sondern den ganzen Fliegende Holländer Monolog. Der ist lang. Aus 15 Minuten oder so, ja. was weiß ich. Jawohl. Gleich nochmal machen. Ein wirkliches Da Capo. Was sind Sie? Sind Sie ein lyrischer Bariton oder sind Sie ein kraftvoller, heldischer? Mein lieber Freund, ich bin Sänger. Dankeschön. Aber kein Basso Profundo. Nein, Basso Profundo bin ich nicht. Wollte mich nie in ein Fach reinbringen. Ja, aber was Ihnen interessiert, und ich frage das immer bei meinen Sendungen, es sind schon jetzt über 30, Verhältnis zur Partitur oder zum Klavierauszug, wie lernen Sie die Rollen? Ich fange an vom Text her. Zuerst lerne ich die Text. Ja. Ob es Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, das kommt zuerst. Nur dann habe ich eine Ahnung, worum es geht. Habe ich eine Ahnung, wie der Figur, wie er denkt, wie reagiert er, wenn er innerhalb dieses Theaterstück. Ich betrachte Oper als Theaterstück. Und Sie nehmen das Libretto ernst, sodass aus dem Libretto sehr die Figur ernst. Spricht. Habe ja. ich immer Schwierigkeiten gehabt, wenn der Libretto schlecht war. Ja. Dann musste ich arbeiten, sehr viel, um für mich eine richtige Figur daraus zu machen. Könnte man sagen, dass gerade Töne und Libretto im Französischen stimmt, ist es schwer, das übereinzubringen, oder? Ja, weil für mich die Noten, die komponiert wurden, passen nicht zum Lauf ja. der Sprache. Und wo hat das vollendet gepasst bei Ihnen? Mein lieber Herrn Richard Wagner. Jawohl. Der hat es genau gemacht. Deswegen bin ich davon überzeugt, fühlte ich mich so wohl in dieses Repertoire. Sie lernen den Text, dann lernen Sie die Noten und dann lernen Sie die Darstellung. Oder geht das alles ineinander? Ist alles gemischt. Ist alles, eine geht zum anderen und zurück und so weiter. Ja. Ja. Also eigentlich würden Sie sagen, die Stimme funktioniert auch nur, wenn Text und Noten zusammengehen. Finde ich. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Es ist alles drin und keine Angst davon, nicht versuchen, darauf zu legen, eine Mode oder, ja. oder eine Art des Gesanges oder eine Art des Spieles. Nur ehrlich. Gut, aber wenn Sie Libretto lernen, Noten lernen, Darstellung lernen, was macht denn der arme Regisseur denn dann noch? Dann haben Sie ja schon ganz Ihre eigene Vorstellung von der Rolle. Hat der überhaupt noch was zu sagen hinterher?
Ja, wir reden miteinander, haben wir nicht. Wir miteinander geredet und dann sind wir zu einer Auffassung gekommen. Ja. Aber wenn ich nicht mit einem Regisseur reden kann, dann ist schon schwierig. Aber diese ganz leichte Stimme, die Sie doch anfangs hatten, Sie hatten doch einen hellen Bariton anfangs. Genau. Davon möchte ich gerne ein Beispiel hören. Nämlich Wolf Ferrari, Susannes Geheimnis. Da gibt es eine Szene, wenn Sie jetzt hören, da Gott. Ist noch der hell timbrierte Bariton. Und wie? Fast Tenor? Thomas, fast Tenor. Wir hören es. Ich habe sicher nicht recht gesehen. Sie war es nicht. Sie war es nicht. Wie konnte ich's denken? Doch halt, wenn auch mein Auge sich irrte, nicht irrt sich die Nase, nicht irrt sich die Nase. Sie wittet etwas von türkischem Tabak, von türkischem Tabak. Ja, jener Geruch, den ich meid und hasse, nicht nur im Zimmer, auch auf der Gasse. Hier im Haus hat es rauchen. Ich gewiss nicht, denn ich rauch nicht. Sie gewiss nicht. Nein, sie raucht nicht. Und doch bei mir, der Duft ist hier, der Duft ist hier. Und dennoch bei mir, der Duft ist hier. Der Duft ist hier, der Duft ist hier, der Duft ist hier. Der Duft ist hier, hier, hier. Der Duft ist hier. Oh, was als an sich hier verloren, als leise Mahnung kaum erst geboren. Ich seh es wachsen und wachsen schnell. Verdacht und Argwohn sich bei Gesellen. Verdacht und Argwohn sich bei Gesellen. Es wächst ins Große, ins Grenzenlose, ins Grenzenlose. Ein fremder Rauche, ein Verführer. Gott, wenn es wäre. Bedachtsam. Wenn man den Wolf nennt, kommt er gelaufen. Wer so grimmt war, dass es ihn quälte, ob ihm bestimmt war, was ihm noch fehlte. Kam vor Begierde, dann zu der Zierde, einzig allein, weil er von je fichtet ein Hornvieh, oh weh, ein Reih, oh weh. Einzig allein, weil er von je, weil er von je, weil er von je fichtet ein Hornvieh, oh weh. Sänger allein wollten sie nie gerne sein. Das war für sie zu langweilig. Ja. Sie wollten es auch immer darstellen. Ja. Sie hatten auch bei italienischen Opern mehr Schwierigkeiten, oder? Ja, doch. Ja, Schwierigkeiten nicht immer. Meine Lieblingspartien waren natürlich die italienischen Partien, wo Libretto gut war, der Charakter vom Spiel her interessant war, rein gesanglich. Für mich hinzustellen und nur schön singen, war so langweilig. Ja. Ich komme nicht zurecht damit. Ja, aber Wotan Walküre, der singt doch da schön, nur 20 Minuten. Aber was singt der? Ja. Ja. Was hat der liebe Richard? Als vom Text her, da musste man aufpassen. Ja. Und deswegen habe ich mich sehr bemüht, immer, dass die Leute es verstanden, was ich gesungen habe. Das war für mich das genauso wichtig wie meine Stimme. Ich höre das gerne. Ich bereite gerade den Ring für Chicago vor und bereite mich auf den Wotan vor. Und Sie haben einmal gesagt, der Wotan, der ist im Rheingold schon gar kein Gott mehr. Warum ist er da kein Gott mehr? Mehr oder noch nicht? Nicht mehr. Nicht mehr ein Gott, der ist ein Mensch. So ist es. Er benimmt sich schlechter, haben Sie gesagt. Genau.
als ein sehr schlechter Mensch. Ja. Und es ist viel besser für ihn, der Künstler, der ihn spielt, ihn anzudenken als Mensch, nicht als Gott. Und wenn ein Walküre seiner Tochter das so lange erzählt, dann haben Sie das, ich habe das angehört, das haben Sie wie eine Kriminalstory erzählt. Genau, muss es. Weil sonst ist ja langweilig. Genau. Erzählt, und zwar Palando erzählt und nicht immer alles Pastoso. So. Ja. Das wird langweilig, nach einer Minute ist schon aus. Machen. Ja, da nein. Mach mal die Ohren zu und dann ist aus. Ja, das war Wotan bei Ihnen. Die Entwicklungen zeigen und nicht die Stationen. Das war doch das, was Sie wollten. So ist ja, genau. Ja, ja. Muss man bei Wagner mehr Stimme haben als bei Verdi? Nein, mein Gott, niemals. Ja. Wenn man ein Orchesterpartitur anblickt von Richard Wagner, da sind viel mehr Pianos und Pianissimos drin als Fortissimos. Das sagen Sie jetzt den Dirigenten, die zuhören, nicht? Oh, bitte, hören Sie alles zu. Wo sind Sie? Ich singe nicht mehr, aber bitte, achten Sie da drauf. Ja, wo haben Sie Ihren ersten Kurvenal gemacht? Wo denn? In New York, Metropolitan Opera, mit einem jungen Regisseur, der hieß August Everding. Ja. Es war sehr schön. Ich habe ihm vieles beigebracht. Ja. Danke. Und die Nielsen war es. Und der Jess mit Thomas. Nielsen und der Jess Thomas. Das und ich weiß, vergesse nie, wie der Kurvenal, der doch so ein Underdog ist, nicht? So ein bisschen so ein Rumtrapsen, wie wir das erarbeitet haben und wie Sie darauf Wert legten, von mir immer zu erfahren, was für ein Charakter ist, was für ein Mensch ist oder was für ein Nichtmensch, was für ein Ramsch. Ich wollte in Ihre Vorstellung des Opus hineinpassen. Ein Kritiker hat Ihnen vorgeworfen, Ihr Wolfram wäre viel zu, was hat er gesagt, zu aktiv. Was meint ihr damit? Naja, weil ich versucht habe, ein bisschen Blut in seine Adern reinzupumpen, sozusagen. Der Wolfram manchmal wird so wie ein Kammersänger dahingestellt und singt schön und passt überhaupt nicht zum Stück. Der ist eine Figur in einem Bühnenstück. Was machen Sie mit dem Heerrufer? Furchtbar schwer. Eine der schwersten Partien, die ich jemals gesungen habe. Die Lage ist schwer. Die Lage ist schwer und man ist nackt. Steht man auf der Bühne und kann nur singen. Aber warum haben Sie es denn gesungen? Ja, Wieland hat mich darum gebeten, Bayreuth, da war ich ein Bayreuther Künstler, da singt man, was vorgelegt wurde. Und stimmlich konnte ich das schaffen. Wir kommen gleich noch drauf. Und Wieland hat viel Gutes mit Ihnen gearbeitet. Oh große mein Sachen, nicht mein wahr? Gott. Amfortas, Holländer, Wolfram. Ganzen Ring, Wotan. Da haben wir bearbeitet. Ich habe es nie in Bayreuth gesungen. Ja. Aber ich meine mit ihm. Aber wir haben vieles darüber geredet und gesprochen und schon bearbeitet. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dreimal Holländer ist leichter zu singen als einmal Rigoletto? War für mich, die Entscheidung kam für mich in einem Jahr, wo ich die beiden Partien gesungen habe. Rigoletto und Fliegende Holländer. Und da habe ich mich gefragt, was würdest du am liebsten singen? Dreimal der Woche. Rigoletto oder Fliegende Holländer? Das war für mich die entscheidende Frage und den Entschluss habe ich getroffen. Mir ist lieber Fliegende Holländer. Dann habe ich zum großen Teil das italienische Repertoire langsam abklingen lassen und mich noch mehr in das deutsche Wagner-Fach gebracht. Wenn ich Ihnen als Intendant anbieten würde, Telramund oder Pizarro, würden Sie das gerne annehmen? Nein? Nein. Stimmlich bin ich nicht geeignet dafür. Sie haben das mal genannt, das wären Brüllpartien. Nur Brüllpartien? Nein, ich bin kein Brüller. Entschuldigung, Brüller. Nein, das sind Sie nicht, nein. Aber lassen Sie doch mal bei Wotan bleiben. Ja. Der schon zu Beginn des ganzen Ringes, wo Sie sagen, schon gar kein Gott mehr ist. Ja. Wie geht das denn durch weiter? Der ist dann ja eigentlich ein Sklave. Ja, ein Sklave zu sich selbst. Ja. Der fesselt sich selbst in Sachen, wo er nie rauskommen kann. Und er kämpft damit und schimpft damit und wird boshaft manchmal, um zu versuchen, einen Weg daraus zu kommen und findet nie. Und verliert die Lust an das Leben sogar. Ja, glaube ich auch. Der hat keine mehr Kraft, der hält es nicht mehr aus, der sagt, ja, mein Gottes Willen, lass mich nur weg.
Ende Rheingold ist schon Götterdämmerung. Fängt schon an. Doch. Loge erkennt das. Doch. Loge sagt genau. Loge sieht es schon. Sieht schon, ja, das ist. Wagner-Sprache, die Sie so sehr studiert haben, das ist doch eine eigene deutsche Sprache, nicht? Oder? Es ist, ja, es ist Wagner-Deutsch. Es wurde mir gesagt, als ich nach Bayreuth kam, ja, wissen Sie, mein lieber junger Stuart, es gibt Deutsch, aber es gibt auch Wagner-Deutsch. Ja. Und wenn Sie wirklich aufpassen, bestimmte Stellen gibt es Ausdrücke und so weiter, die nur bei Wagner passieren. Ob Minne gleich Liebe ist? So ist. Ja, als ich mit Ihnen in Kurvenal machte, haben Sie ein Deutsch gesprochen. Da habe ich gedacht, ich höre Wagner-Sprache. Sie sprachen ein Wagner-Deutsch. Oh, bitte. Schön. Ist nicht Tristan und Isolde von Wagner? Ja. Ihre Betonung des Wortes, nicht nur in der Oper, sondern überhaupt, zeigt doch, dass Sie ein besonderes Verhältnis zum Wort in der Oper und auch im Lied haben. Genau. Ich glaube, Brahms ist wohl Ihr Favorit. Mein Lieblingslied kommt. Komponist. Aber ist das richtig, wenn ich so sage, Lied ist Ihnen eigentlich doch zu langweilig, oder? Wenn ich Lieder in der Art des Liedes singe, ja, mit alles so richtig, nur ganz in einen kleinen Rahmen, das Lied hinein passen soll, nicht aufgeregt, kein Lust, kein lebendiges Vortrag bringen. Wer hat denn das? Welcher Liederkomponist hat denn das? Sie haben mal gesagt, Hugo Wolf hätte viel Theater. Ja, vom Text her. Vom Text her. Vom Text her und die Musik, die er komponiert. Aber das richtige Art, Lieder vom Wolf zu singen, passte mir nicht. Nein. Es war zu wenig dabei, zu wenig Ausdruck dabei. Man bemüht sich, um das richtige Art des Liedes vorzutragen. Ja. Das verstehe ich nicht. Und bei Brahms ist die Übereinstimmung von Musik und Text für Sie gegeben. Ja, da war ich damit bequem. Darf ich springen? Ich kenne nicht genug die Lieder, aber Sie haben doch sehr viel gesungen, Charles Ives. Nicht? Ja, das stimmt. Ja. Wie kommt das zusammen? Ich habe keins gefunden. Wir haben gesucht, ob wir ein Lied von Charles Ives finden, haben wir nicht gefunden. Sie haben doch ganze Zyklen, glaube ich, von Charles Ives gesungen. Ja, wir haben. Das haben wir nicht, aber wir haben ein Brahms-Lied gefunden, was wir sehr gerne jetzt spielen möchten. Nicht mehr zu dir gehen. Zu gehen. 68 haben Sie es gesungen. Wir hören es heute. Brahms. Nicht mehr zu dir zu schloss ich und beschwor ich und gehe jeden Abend, denn jede Kraft, denn jede Kraft und jeden Halt. Möchte nicht mehr lieben, möcht augenblicks verderben und möchte doch auch lieben für dich, mit dir und nimmer sterben.
Wer hat Sie begleitet? Ja. Ein Freund, Erik Werber. Der war mehr als Freund, der war Mitarbeiter, ja. Begleiter, ja zwar, aber so viele schöne Konzerte haben wir zusammen gehabt. Ja. Der war Mitarbeiter. Wir haben Musik gemacht zusammen. Wenn ich Ihnen so zuhöre bei einem Lied, ich empfinde, dass Sie es empfunden haben, dass Sie es mitgefühlt haben, aber verzeihen Sie, dass ich es einem Sänger sage, ich empfinde auch, dass Sie es mitgedacht haben. Mitgedacht. Sie wissen, was Sie singen. Muss man nicht? Ja, man müsste. Soll nicht das Lied ausdrücken, was Sie denken? Ja, ich meine das auch, nur es geschieht nicht zu oft. Man glaubt, über das Gefühl könnte man alles transportieren. Und ich finde, das Gefühl ist zu wenig als Transportmittel. Ja, das kann sein, weil immer, wenn ich ein Lied gesungen habe, habe ich immer Angst, mich auszulassen, ja, wenn ich mich richtig ausdrücke. Ja. Weil ich wollte Lieder singen und wollte eine Karriere machen als Sänger. Es gehört dazu, vor allem wenn man in Deutschland eine Karriere machen will, dass man Lieder dabei singt. Mhm. Nun, um zu versuchen, mich als Liedsänger darzustellen, habe ich versucht, mich in diesen kleinen Raum reinzubringen, wovon ich vorher sprach. Und das fiel sehr schwer für mich. Ich musste sehr denken dabei. Ja, das spüre ich. Und das ist, was vielleicht Sie gehört. Weil ja. Sie haben so viel gesprochen davon, Ihr Verhältnis zur Sprache, was mich natürlich von der Literatur her kommt, besonders. Aber Ihr Verhältnis zum Komponisten. Können Sie Partitur lesen? Ja, kann ich. Sie können Partitur lesen? Ja. Klarinett. Die mussten Sie das, ja. Musste man schon, verstehen. Und Ihre Beziehung zum Komponisten, wie würden Sie sagen? Verdi, Starkes, aber besonders Wagner, haben Sie besonders gesagt. Besonders Wagner. Über die modernen Komponisten werden wir noch sprechen. Sie haben nicht nur eine Beziehung zu Evelyn Lear, sondern auch zu Lear. Ja, die Oper von Reimann. Ja. Ich habe sie in Chicago damals gesehen. Das war die Uraufführung, glaube ich, vom Lear. In San Francisco. San Francisco war es. San Francisco war die amerikanische Uraufführung. Erste Aufführung. Und kann das sein, dass ich in Florenz von Ihnen einen Benjamin Britten. Ja, Peter Grimes. Peter Grimes, Benjamin Britten gesehen habe. Sonst haben Sie nicht sehr viel moderne Oper gemacht. Moderne Oper in Berlin haben wir Liebermann? Nein. Ja. Alkmene. Das klingt nach Liebermann, aber bitte nageln Sie nicht fest, das müsste ich wissen. Aber Musik wird gemacht und der Komponist wird interpretiert vom Dirigenten. Mit den ganz Großen haben Sie gearbeitet, mit den ganz großen Dirigenten. Anfangen mit Knappertsbusch in Bayreuth und dann kam Karajan. Später. Von dem haben Sie immer gelobt, seine Subtilität und seine Differenzierung der Musik. Ja. Ich möchte gerne eins wissen. Für mich war das immer wirklich furchtbar. Der hat mit Ihnen probiert und hat vorher die Tonbänder aufgenommen. Und dann hat er mit Ihnen probiert, da brauchten Sie nicht singen, da mussten Sie nur darstellen. Da wurde Ihr Tonband, ging denn das? War denn das gut? Für mich ging es, weil es mein Band war. Ach so, ja. Wenn es ein Band von jemand anderem wäre, dann vielleicht hätte ich Schwierigkeiten. Aber das Einzige, was dadurch gespart wird meine eigenen Gedanken, da brauchte ich nicht mehr an das Singen, an die Noten zu denken bei Proben. Ja. Ich konnte nur an meine Darstellung, meine Bewegungen. Aber man stellt doch anders dar, wenn man singt. Ja, wenn man singt, dann singe ich meine eigene. Ja, aber wenn Sie sich nur zuhören und stellen jetzt ganz expressiv. Nur so viel höre ich nicht zu. Hören Sie zu? Nein, hört man nicht so viel zu. Aha. Da muss man abhören sozusagen und andere Sachen, weil in der Moment brauche ich nicht mehr an die Musik zu denken oder an meine Stimme zu denken oder was weiß ich. Da konnte ich nur an Text denken und Bewegungen denken, an Gänge zu denken.
Aber und so weiter. Wenn Sie eine Oper singen, dann ist 30 Meter Differenz zwischen Orchesterraum und dann kommt nochmal nichts und dann kommt der Orchester, Zuschauerraum und Sie singen mit einem Ausdruck für ein Publikum, was 50 Meter entfernt ist. Beim Film ist die Kamera hier dran. Das stimmt. Da müssten Sie doch eigentlich viel weniger machen, nicht? Genau. Schwer für einen Opernsänger ist das sehr schwer. Sehr schwer, weil es oft zu viel ist. Genau. Und wenn, übertrieben. Übertrieben. Und wenn er zu viel singt, ist der Mund zu offen. Da sieht er blöd aus. So ist es. Ja. Und diese scheint mir heute immer noch nicht ganz gelöst zu sein, aber... Von einem Opernsänger, der viel auf der Bühne singt, ist sehr schwer. Lassen Sie mich indiskret sein. Bitte. Es gibt einen Dirigenten, von dem haben Sie gesagt, mit dem wollen Sie nie wieder musizieren, aber sag auch niemals nie. Wer war denn das, mit wem Sie... Naja, Sie singen doch nicht mehr, jetzt können Sie es doch sagen. Nein? Ah, ich hätte so gerne gewusst, mit wem Sie nie... Nein. Gut, ich rate. Nein, tue ich auch nicht. Aber... Anderes Thema, bitte. Ja, anderes Thema. Gut. Wir wollen den Wotan hören und sehen. Den Wotan in Karajans Rheingold, Einspielung, Film 81, abendlich strahlt der Sonne Auge. Abendlich strahlt der Sonne Auge, in sicher. Vor Bang und Grauen. Und Grauen. Hat er das je geschafft? Nein. Ich sage, er ahnte schon, dass es nie kommen werde. Ja. Und er wünscht sich das und kommt nie. Und kommt nie hin. Nein. Er hat nur Schwierigkeiten. Pech. Ja. Und er da hilft ihm da auch nicht weiter. Sie stößt ihn an, aber. Ja. Ja. Die macht ihm nur Schwierigkeiten. Es wird moderne Musik. Frau Lier hat viel mehr moderne Musik gemacht als Sie. Ja. Sie haben immer gesagt, aufpassen, dass es die natürliche Grenze nicht überschritten wird. Ja. Wie oft kann man überhaupt im Jahr eigentlich singen als Opernsänger? Wie viele Opern würden Sie im Jahr oder haben Sie gesungen? Manchmal, ich glaube, was habe ich? 100, ich glaube 185 Mal im Jahr
habe ich einmal gemacht, ein Jahr gemacht. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ja. Man muss vor allem, es hängt davon ab, was für Partien. Ich meine, in den frühen Zeiten in Berlin, wo man kleine Partien gesungen hat, da kann man dreimal der Woche singen. Mhm. Aber wenn man in den großen Sachen hineinsteigt, da muss man aufpassen. Also 60 Opern im Jahr ist eine gute Sache, oder? 80. Ja. Sie selbst haben sich einmal, um ein dunkleres Timbre zu erarbeiten, darf ich das so sagen, kamen Sie in eine Stimmkrise. Ich glaube, es war in den 60er Jahren. Jawohl. Wie kamen Sie da raus aus der Krise? Ich habe alle falschen Gedanken über Dunkel, Bass, Bariton, rausgeschmissen. Da habe ich wieder aufgesucht, ein kleines Büchlein von meinem ersten Gesangslehrer ausgesucht, wo dran stand Übungen und Sachen, die er gesagt hat, wo er gesagt hat, das beste Gesangstechnik, die sie überhaupt finden werde, junger Mann, wäre, um deine eigene Stimme allein zu lassen. Nicht damit fummeln, nicht damit tun, diese Technik drauflegen oder diese Idee drauflegen. Einfach lass es gehen. Man ist geeignet vom lieben Gott, wenn man ein Sänger sein wird. Ja. Und dennoch, ich vergesse Ihren Lehr nie. Und das war doch eine große moderne Oper. Da musste ich aufpassen. Da musste ich aufpassen und mich nicht übereinstrengen. Ja. Einstrengen. Ja. Und dabei mich einfach stimmlich ausgebe zu viel. Da muss man die Grenzen selbst kennen. Und das kleine Stückchen vom Gehirn hier hinten muss immer wach bleiben und sagen, in dem Moment, eben wenn man singt, dann sagen die, Moment, Junge, aufpassen, etwas zurück, nicht so viel. Erinnere ich mich richtig, dass Sie doch die Welturaufführung von Schönbergs Jakobsleiter gesungen haben, der Auserwählte. Ja. Ich freue mich, dass wir auch aus dieser modernen Musik ein Stückchen ihn Sie hören lassen können. Kublik hat's dirigiert, Jakobsleiter Schönberg. Ich sollte nicht mehr, denn ich verliere dabei. Aber ich muss, so scheint es, mitten hinein, obgleich mein Hut dann unverstanden bleibt. Ob sie es wollen, ob es wieder zu treibt, weil sie mir ähneln, mit ihnen verbunden zu sein, bin ich, der ihre Stunde und den Ablauf zeigt, der Peitsch und Spiegel, Leil und Schwert vereint, der ihre Herr ist und diene, ihre Weise und zugleich lässt ihm um Preis Erhabenheit. So reibt sie doch mal an mir. Ich versuche, dem Stoff zu entfliehen. Der Ekel macht es mir leicht. Der Hunger zwingt mich zurück. Wenn ich noch so hoch mich erhebe, verliere ich sie nie aus dem Auge. Diesen ganzen Weg von der Atonalität zur seriellen Musik, zur Zwölftonmusik, wäre mal auch wichtig, mit einem Sänger durchzugehen. Was hat er dabei mitgemacht? Was hat er dabei getan? Ja. Und wissen Sie, vor allem ist es sehr schwer, moderne Musik zu singen, weil als Sänger wird ein Sänger nicht ausgebildet, dieses Musik zu singen. Ja. Man wird ausgebildet mit altitalienischen Lieder oder mit Mozart und so weiter. Und dann plötzlich kommt man hin und wird ein modernes Stück vorgestellt. Wo soll dann ein Sänger damit anfangen, stimmlich? Ja, aber das ist die Aufgabe der Ausbildung. Übrigens, ich will keine Kritiker zitieren, aber Stuckenschmidt
hat gesagt, Stuart hinterließ für ihn gerade mit der Jakobsleiter den stärksten Eindruck, den er gehabt hat von Ihnen. Ist doch auch schön, dass es das ist gibt. Ist schön, natürlich ist schön. Ich möchte etwas wissen über Ihr Verhältnis zum Regisseur. Sie haben gesagt, radikale Inszenierungen mögen Sie nicht. Auch ganz besonders neue Vorstellungen. Aber Sie sind Wieland, der ja damals ein ganz revolutionärer neuer Regisseur war. Der sind Sie ganz gefolgt. Moment. Ja. Solange, dass man treu des Stückes bleibt, dann kann alles, ist alles möglich. Wenn ein Regisseur so weit geht, dass er verdreht und umsetzt, um zu versuchen, einen neuen Blick auf ein Stück zu bekommen, so dass man nicht mehr den Original kennt, das ist falsch. Entschuldigung, da will ich nichts damit zu tun haben. Aber ist es nicht jedes Mal so eine new challenge, wirklich einem Werk neu zu begegnen und was Neues rauszufinden? Ist ein Challenge. Neuen Willen, ist ein Challenge, aber nicht weggehen vom Stück. Nein. Vom Inhalt, vom Grundinhalt des Stückes. Aber Gretchen war zu Goethes Zeiten eine andere Figur, als wie heute Gretchen ist. Heute dann ist noch mehr verlangt von dem Regisseur, von dem Sänger, von allen Leuten, die damit arbeiten. Aber Sie haben Erfahrung gemacht, dass die Regisseure, die großen Regisseure, für die jeweiligen Sänger ihr Konzept änderten, damit sie es mit ihnen arbeiten konnten. Aber natürlich. Naja, nicht natürlich. Nein, es stimmt. Natürlich. Es stimmt nicht, natürlich. Aber so kriegt man das Beste. Sie haben mit Rennert in Stuttgart gearbeitet und auch sonst. Gute Erfahrung mit Rennert haben Sie doch nicht, ist es richtig? Ja, Stuttgart. Nicht in Stuttgart, in München. In München war das, ja. Mit Brunel haben Sie gearbeitet? Ja, sehr. Ja. Viel. Ich habe sehr, sehr gerne mit ihm gearbeitet. Ja. Wir? In Metropolitan. Wir haben aber auch Zauberflöte gemacht. Ja, genau. Und in Bayreuth. Ja, in Bayreuth auch. Sie haben über einen Regisseur geschimpft, weil er die Sänger ins Regiebuch quetschen wollte. Ich zitiere Stuart. Das stimmt. Wer war das? Nein, das nicht immer verweigern. Ich möchte es ja so gerne wissen. Leider, nein. Wissen Sie nicht, dass ich Diplomat bin, auch noch dazu? Ja, ja, ich wusste nicht, dass Sie Politiker werden wollen. Sie haben ja nun den Weg, Gott sei Dank, ausgeschritten, so wunderbar. Aber Sie arbeiten gerne mit Regisseuren. Ja, und wie? Sehr. Interessiert es Sie, in welchem Kostüm Sie auftreten und in welches Bühnenbild Sie eintreten? Ehrlich gesagt nicht. Ich versuche, mich vom Publikum aus zu sehen, ist es für denen interessant oder lenkt es ab von meiner eigenen Vorstellung, Darstellung, dann vielleicht bin ich ein bisschen interessiert daran. Aber was da ist, dass es mich persönlich hilft, nein. Meine Darstellung kommt von mich allein. Vergeben Sie mir die folgende Frage. Allein. Von mich allein. Ja, ist alles ich komme aus Berlin, das macht alles wunderbar. Vergeben Sie bitte die Frage, wenn Evelyn Lear nicht mitsingt bei Ihnen, wie lange sind Sie verheiratet mit ihr? 38 Jahre. Wenn Evelyn nicht mitsingt und laden Sie sie ein zu einer Hauptprobe eines Stückes, wo Sie mitsingen spielen, ja, und hören Sie auf sie, sagt die Ihnen, du bist unmöglich angezogen, deine Schminke ist schlecht, du bist schlecht frisiert, sagt sie sowas und höre ich alles zu. Und tu uns nicht. Oder doch? Auch wieder keine Antwort. Mein Gott, nochmal. Sie schaut dieses an. Das, ich meine, ja, haben Sie immer noch was Angst? Wollen Sie von mir? Ja. Nein, nein, ich habe was. Ich habe nämlich die nächste Sendung in Da Capo. Wissen Sie, mit wem das ist? Mit Evelyn Lear. Oh mein Gott. Ja, ich werde mit Evelyn Lear die Frage auch stellen, damit so, Sie antworten, ja, müssen. Ihr Verhältnis zum Publikum. Ich liebe die. Jeder Mensch, der draußen sitzt, jeder Mensch, der eine Karte gekauft hat, hat eine Meinung über meine Leistung. Ja. Der ist mir genauso viel wert, wie der Mensch, der schreibt in einer Zeitung, die Millionen Leser hat. Ist aber Sie eine haben, Meinung. Ja, aber Sie haben mal einmal gesagt, 10 Buhr können die Stimmung von 2000 zerstören. Das stimmt. Das ja. stimmt. Sie sind aber in der Berliner Zeit manchmal ausgebuht worden. Das war eine rein. Ja, doch, erzähl's. Das war ein komisches Spiel. Es gab einen Kollege, lieber Mensch. Herr Bayer. Der Hans jetzt Bayer. Sag ich's, ja. Ja, Hans Bayer. Sagen. Er gab einen Riesenteil des Publikums, der liebte ihn. Es gab einen anderen Teil des Publikums, der hasste ihn. Ja. Wenn
die Leute, die ihn hasst, ihn geboot habe, dann boot seine Fans die anderen Leute. Mein Gott. Weil ich viel Wagner in Berlin gesungen habe und viel Wagner mit lieber Hans, da wurde ich geboot. Und ach, wie? Ja. Was soll man machen? Wir müssen in einer solchen Sendung drin haben den Jago. Leider haben wir den nicht gefunden als theatralische Darstellung, aber wir haben einen Konzertantenmitschnitt, haben wir 1972 in München. Ein Kritiker hat geschrieben, das war der einzige Trost des Abends. Wissen Sie, wer das war? Sie waren das. Den Ausschnitt aus dem Credo des Jago. Ich bitte den Jago. Credo che il giusto e nel srion me faro e nel viso e nel cuor e tutto in lui bugiardo lacrima bacio sguardo sacrificio morte il nulla. Der gefällt mir. Mag den auch. Und dann? Und dann? Und dann? La morte il nulla. Immortalità. Ja, ich pflege das sehr, jetzt im Moment. Pflege sehr mein ewiges Leben. Was ist denn das? Immortality. Das sind? Das sitzt bei mir in zwei ganz kleine Menschen. Ihre Enkel? Meine Enkel, ja. Ich sehe die sehr oft. Wir haben uns umgezogen, um zu leben, zu wohnen. Ah, jetzt sehe ich. Ja, eine meiner Lieblingsrolle spiele ich da. Holländerschiff. Holländerschiff. Ja, ja. Nein, ich bringe ihn beim Angeln, beim Fischen. Wir spielen Golf zusammen. Ist das ein Hobby von Ihnen, Fischen? Fischen ist ein Hobby von mir. Golf ist ein Hobby von mir. Ja, da habe ich so weniger Beziehung. Aber Ihr Verhältnis zu den Kollegen interessiert mich. Sie haben mit der Callas gesungen, Enrico. Ja. Sie waren Nachfolger von Hotter in Bayreuth. Ja. Lieber... Ihr Verhältnis zur Presse, kann man darüber reden? Ja, natürlich. Ja. Ich lese Presse gern. Mhm. Von anderen Leuten.
Über andere Leute, ja. Über andere Leute. Und über sie nur, wenn es gut ist. Nur, wenn es gut ist. Das verstehe ich auch. Aber tue ich auch nicht sehr viel. Wenn ich die Guten lesen, da fühle ich gezwungen, den Schlechten zu lesen. Und das das regt mich auf. Und Sie haben einmal bedauert, dass es keine Ausbildung für Kritiker gibt. Sie müssen soll es ausbilden? Ja. Die müssen 20 Jahre singen, dann wissen die, was es heißt, auf der Bühne zu stehen und zu singen. Ja, Ausbildung. Ich möchte was wissen. Bilden Sie aus? Nein, leider. Habe ich keine Geduld dafür. Nein. Sie haben so mal gesagt, es wird zu viel studiert. Man kann aus der Stimme nichts machen, was sie von der Natur aus nicht ist. Absolut. Man kann nur Hemmungen beseitigen. Genau. Angst beseitigen. Und Sprachen lernen. Und Sie haben viel gelehrt und gelernt. Sie haben der amerikanischen Oper sehr viel geholfen. Wo hauptsächlich? Mein Gott. San Francisco? Ja. Metropolitan. Und was haben Sie getan? Statt Meisterkurse zu geben, wie so viele, haben Sie Menschen um sich versammelt und haben... Ja, wir haben Unterhaltungsstunden gehabt, wo man nicht studiert, wird nichts gesungen, wird nur gesprochen. Worüber? Ja. Was es heißt, Sänger zu werden? Was bedarf es, um eine Karriere zu machen? Sie haben gesagt, es braucht 3 oder 5 Dinge, um eine Karriere zu machen. Was ist das? Eins, braucht man die... Da muss man auserwählt, sagt man, von liebe Gott Sänger zu werden. Ja. Erstens. Zweitens, die Gewissheit, um zu wissen, ob man von Gott auserwählt wurde. Und die Mut dazu zu haben, wenn man sieht und findet, dass man nicht Sänger werden soll, wegzugehen. Drittens, keine Angst vor der Arbeit. Viertens, viel Sprachen lernen. Lernen. Und fünftens, Glück haben. Unsere letzte Einspielung, Arabella Strauss, Du sollst mein Gebieter sein, mit Evelyn Lear. Thank you.
Danke für die Einladung. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke für Da Capo. Du sollst mein Gebieter sein. Sie ist Ihre Gebieterin geworden und unser nächster Studiogast. Genau, Da Capo.